So, mein lieber Schütze, jetzt werden wir mal schauen, was der Monat Mai in Sachen Liebe für dich bereithält. Ich ziehe jetzt erstmal eine Hauptenergie für dich aus dem Weisheitskartendeck der Seele. Da haben wir den goldenen Palast. Da sage ich gleich mehr zu. Erstmal sage ich was zur Legung. Ich werde gleich eine Neunerlegung ziehen mit dem Tarot. Werde dann klären, was ich gerne klären möchte mit dem Lenormand. Und werde danach noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber ziehen. Eine Karte für dich, für deine Energie, wo du jetzt gerade stehst. Dann werde ich eine Karte für die Energie eurer Beziehung ziehen, wo die Ener ja, wo das, was zwischen euch ist, was euch beide betrifft, was eure Beziehung gerade energetisch quasi ausmacht, wo ihr dasteht, beziehungsweise wo eure Beziehung dasteht. Und eine Karte für dein Gegenüber in dieser Beziehung. Auf diese Karte werde ich in der erweiterten Legung weiter eingehen, werde das keltische Kreuz darum legen, werde schauen, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wohin geht er oder sie, woher kommt er oder sie, wie sieht er oder sie selbst das Ganze und so weiter und werde dann noch eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich ziehen. Den Link zur erweiterten Legung findest du in der Infobox. In der Infobox findest du auch meinen PayPal-Me-Spenden-Link, falls du mir für meine Arbeit etwas zukommen lassen möchtest. Und du findest den Link zur Zeitenleserin, Talk über die universellen Gesetze. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ganz viel Hintergrundwissen über ja, Spiegel, Anziehung, Resonanz, Eisberg, hast du nicht gesehen. Die ganzen Dinge, mit denen wir das zu tun haben, hilft auf jeden Fall, die eigenen Prozesse weiter besser zu verstehen und auch vielleicht etwas besser weitergehen zu können, indem man es eben etwas mehr verstehen kann. So, und jetzt kommen wir aber zu deiner Legung. Du spürst wie immer in dich rein, ob du in irgendeiner Art und Weise damit in Resonanz gehst. Wenn du das gar nicht tust, schau dir das Video zu deinem Mondzeichen oder Aszendenten an. Vielleicht passt das besser. Macht dich aber nie passend auf eine Legung. So, und jetzt schau mal, ob das hier was für dich ist. Lehn dich zurück, entspann dich. Ich gucke jetzt mal, was mir hier zum Goldenen Palast kommt. Goldener Palast hat immer den Selbstwert als Thema. Ich kriege hier so ein Gefühl von. Ganz viel Klarheit. Da sind keine Fragen mehr. Also es ist jetzt nicht ein Selbstwert, der sich hier noch irgendwie erkämpft werden muss, sondern der ist jetzt einfach da und auf dieser Grundlage, die einfach geschaffen ist, wo man sich auch gar keine Gedanken mehr drüber macht, auf dieser Grundlage kann was Neues entstehen, kann was anderes entstehen. Ja, das ist nicht irgendwie anfangen, oh, ich habe ein Selbstwertthema, ich gucke mir das jetzt mal an, sondern das ist die Grundlage von allem, auf die du dich auch verlassen kannst und der du auch vertrauen kannst. Das ist mein Gefühl zu dieser Karte. So, und jetzt ziehe ich aber erstmal die Neunerlegung, da werden wir noch mehr sehen, was es damit so auf sich hat. Ziehe erstmal die Hauptenergie für die Neunerlegung und das sind die fünf der Stäbe. Die fünf der Stäbe drehen sich ein bisschen darum, dass man mit anderen irgendwie zusammenfinden muss, dass man lernt, nicht nur an einem Strang zu ziehen, sondern sich miteinander in Einklang zu bringen. Ist ein bisschen Gewusel, ist jetzt nicht immer hochdramatisch. Bringt vielleicht ein paar Konflikte mit sich, aber werden wir gleich noch mehr drauf eingehen. Jetzt kommen wir zur oberen Leiste. Die oberen drei Karten stehen für eine Entwicklung in der Vergangenheit, die hier für das Ganze wichtig ist. Hier haben wir den Ritter der Stäbe. Es ist jemand, der seine Leidenschaft spürt, das Feuer in sich spürt, die Lebensenergie spürt und daraus heraus auch lebt.
Jetzt kommen wir zur nächsten. Da haben wir den König der Kelche, kann für die männliche Energie unter euch stehen, kann Teil Aspekt der weiblichen Energie sein. König der Kelche ist jemand sehr Emotionales, der die Emotionen aber eher noch für sich behält und nicht unbedingt nach außen gibt. So, kann wichtig sein, muss nicht, werden wir noch sehen. So, eine dritte Karte. Hier haben wir die Drei der Stäbe. Drei der Stäbe ist, man hat schon eine Entscheidung für sich getroffen. Man ist für sich schon, steht nicht mehr zwischen zwei der Stäben und weiß jetzt nicht so genau, sondern nee, man ist sich schon sicherer und ist schon einen Schritt weiter gegangen und guckt aufgrund dessen jetzt auch, was auf einen zukommt. Man kann das auch schon besser sehen. Der Weg formt sich schon mehr. So, und jetzt kommen wir zu der präsenten Leiste. Da haben wir die 9 der Münzen, da steht man in seinen Werten, in seinem Selbstwert auch, fühlt sich mit sich selber wohl, hat seinen eigenen Wert erkannt und ja, braucht da die Bestätigung von anderen auch nicht und orientiert sich auch nicht einfach so an den Werten von anderen Leuten. Ja, ich lege erst mit dem Tarot aus, ich werde auch gleich zu allen Karten noch mehr sagen und kläre zum Schluss noch eben, was ich klären möchte mit dem Lenormand. Jetzt sind ein paar Karten runtergefallen. Und da haben wir 2 Karten. Die nehme ich auch beide. Als erstes oben lag die und weiter unten liegt die. Und hier haben wir die Abgrenzung von Dingen, die mir nicht gut tun. Und hier haben wir den Erfolg. So. Und ich glaube, dass es bei dir... obere Reihe jetzt nochmal ausgenommen, aber hierauf und hierauf bezogen, dass es bei dir darum geht, mit anderen auf Grundlage deines Selbstwerts zusammenzufinden. Der ist da, der ist ausgeprägt, da hast du auch gar nicht mehr groß das Thema mit und du grenzt dich von Sachen ab, die von Dingen ab, die dich da in Frage stellen. Von Dingen, die von außen kommen, wo andere dich auf eine Art anzweifeln, die dann auch nicht mehr viel mit konstruktiver Kritik zu tun hat, sondern irgendwie, wo du einfach merkst, es tut mir nicht gut. Und das ist auch wichtig für dich, denn hier sollte diese Karte mitkommen, die Sonne, der Durchbruch, dein persönlicher Erfolg. Ne? In allem, was du jetzt tust, du hast es vielleicht gerade nicht ganz einfach und hast dir innerlich was Neues etabliert, hast dich in deinen Werten kennengelernt, warst früher vielleicht überhaupt nicht in deiner Mitte, überhaupt nicht in deinem Selbstwert, das bist du jetzt aber und jetzt musst du mit den Leuten um dich herum oder deinem Gegenüber, das werden wir noch sehen, aber letztendlich spielt das schon dann natürlich in alle Beziehungen mit rein, musst du dich neu finden. Und für dich hier die ganz wichtige Info, ich glaube, das musste unbedingt kommen, dass für dich nochmal gesagt wird, das ist total okay, dass du dich abgrenzt. Geh nicht auf irgendeinen Quatsch ein, von dem du schon lange eigentlich weg bist. So, jetzt schauen wir mal in die nächste Leiste. Hier haben wir ja die zukünftige Entwicklung. Hier haben wir den Wagen. Der Wagen steht für den Aufbruch. Hier wird losgedüst. So, und jetzt die nächste Karte. Hier kommt noch mal ein Vermissen. Zeigt immer, die 5 der Münzen stehen dafür, dass einem etwas fehlt, dass man eventuell ja auch noch ein Leiden hat, eine Schwierigkeit hat. Auf jeden Fall geht es einem nicht so gut. Das werden wir gucken, werden wir klären. Und dann kommen wir in wiederum die letzte Position jetzt hier in dieser Legung. Da haben wir die 6 der Kelche, können für den Seelenpartner stehen, können aber auch für etwas aus der Vergangenheit stehen, was sich weiterentwickelt hat, was auch irgendwie wieder da ist, was sich in neuem Gewand zeigt. So, okay, meine Lieben, ich fange mal an. Als erstes möchte ich den hier klären. Da hätte ich gerne mal zu. Der König der Kelche. Hier haben wir die Blumen, stehen für alle schöne Angelegenheiten, Geschenke, Einladungen, was auch immer.
stehen für einen gesunden Selbstwert und hier haben wir das Kreuz für das Schicksal, für die göttliche Führung, für den Seelenweg, den man spürt. Ich hatte einen Impuls zu, aber ich brauche jetzt hier noch eine Klärung zu, weil das letztendlich zwei ganz schön unterschiedliche Energien auch sind, von dem, wie man das Ganze so auslebt. Ist die Vier der Stäbe sehr ausgelassen und der König der, da kommt erstmal das Buch, König der Kelche ja nicht so ausgelassen. Das kriege ich noch nicht ganz zusammen. Einmal das Buch, eine Karte noch, wobei das eventuell sogar schon reicht. Also okay, hier haben wir auf jeden Fall das Feuer für die neue, für ein neues Kapitel in emotionalen Beziehungen beziehungsweise mit dem Seelenpartner. So, die Fische stehen für Emotionen oder auch einfach für den Seelenpartner direkt. Das ist für mich neben, hier ist im Tarot, hier mal im Lenormand, eine klassische Seelenpartnerkarte. Und ich glaube, man hat sich von Alten befreit. Hier liegt viel Prozess vorher und hier ist ein neues Kapitel. Und dieses neue Kapitel, das schlägt man auf und da ist man Feuer und Flamme für. Und ich glaube, dass es deine Energie ist, relativ wumpe, ob du jetzt Mädel oder Junge bist. Hier geht es mehr um den Zustand, das Ganze in sich weiter zu verarbeiten. Dieses, was man spürt. Man hat sich so viel erkämpft vorher und ich muss es nochmal sagen, hier ist ein unglaublich krasser Prozess vorher schon gewesen. Ne? Das hier ist jetzt, das hier ist was ganz anderes. Das ist wirklich, wie hier steht, ein völlig neues Kapitel, was aufgeschlagen wird, was du dir erarbeitet hast, wo du deine Prozesse gemacht hast, wo du auch in deine Prozesse reingegangen bist. Und hier haben wir dieses, du lässt es in dir alles wirken. Du gehst damit noch nicht unbedingt nach außen, aber du lässt es in dir wirken. Du spürst, dass was du wirklich bist, das Seelische, das Schöne, du lässt dich in dir selber erstmal erblühen. Das hier ist so eine Reife, so eine Vollkommenwerdekarte. Und ich habe ja gesagt, eine Selbstwert ist nicht mehr dein Thema. Das hast du schon, das liegt auch hier. Und du wirfst einen schönen Blick in die Zukunft. Du weißt schon, in welche Richtung das geht, weil du hier schon mit etwas abgeschlossen hast. Ne? Wo du lange eher vielleicht zwischen zwei Stäben standest, hier hat man, ne, hier sieht man jetzt nur zwei, aber letztendlich heißt die Karte drei der Stäbe, da ist ein dritter, da weiß man dann schon, wo lang das geht. Gut, das hier brauchen wir nicht klären, die mittlere Reihe ist relativ klar, habe ich auch schon was zu gesagt, hier siehst du einfach nochmal, wie gut du in dir selber stehst, wie gut du in deinen Werten stehst und dich jetzt natürlich neu mit anderen zusammenfinden musst und in diesem Beziehungen neu sortieren, Beziehungen neu strukturieren, tust du gut daran, die Dinge, die deinen Selbstwert angreifen, die dich selber angreifen, die gar nicht mehr an dich ranzulassen und da den Fokus nicht drauf zu legen, sondern es geht bei dir um eine Fokusverlegung, eine Fokusverschiebung. Genau. So. Ne, und da immer wichtig zu wissen, dass wir so viel im Leben haben und so viel auch im Bewussten, Unbewussten haben, sagen wir mal Unbewussten, dass wir den Fokus nur auf, ich lasse mich lügen, 5-10% maximal, ich glaube eher 5% von allem, was es überhaupt, was für uns wahrnehmbar wäre, legen können, weil der Rest uns völlig überfordern könnte. Das heißt, es gibt einen Bereich von 90-95% in deinem Leben, den du gar nicht sehen kannst, weil du den Fokus auf anderen Dingen hast. Ne? Und für dich ist es wichtig, den Fokus jetzt vielleicht nochmal aktiv auf das, was du dir in dir neu, schön und wertvoll etabliert hast, zu legen, um die Dinge sich auch in die Richtung noch besser entwickeln zu lassen und nicht das Alte zu stark an dich ranzulassen oder Anfeindungen, das bringt gerade gar nichts. Das ist auch, das merkst du auch, glaube ich, das ist gar nicht mehr dran. So, der Wagen. Was bekommen wir hierzu noch? Hier hat man eine Entscheidung getroffen für einen bestimmten Weg.
Und hier haben wir das Haus. Das kann fürs materielle Zuhause stehen. Es steht für mich darum, dass man das Zuhause, in dem man leben möchte, neu gewählt hat, einen neuen Weg eingeschlagen hat, zu Hause anders leben möchte. Na? Da haben irgendwie zwei Wege in dir existiert und hier haben wir aber nicht mehr zwei Wege. Hier ist das Ganze schon, hat man sich für einen Weg entschieden. So, die fünf der Münzen. Hier haben wir den Ring, der steht für Beziehung. Und hier haben wir das Umfeld. Ja, du gehst neue Wege und das gibt, wird in deinem Umfeld Verluste geben, was Beziehungen angeht. Zumindest müssen die sich umformen. Und das heißt auch immer ein Stück loslassen. Es werden Leute das komisch finden, was du vielleicht machst, weil die es von dir einfach anders gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist nicht so einfach. Ne, wir haben hier nicht die Seelenpartnerbeziehungen hier liegen, die du, ne, sondern nicht, dass manche jetzt irgendwie auf den Trichter kommen. Das triggert ja schnell mal so eine Kartenkombination. Nein, es hat damit nichts zu tun. Hier geht es um die Beziehungen, die du in deinem Leben so geführt hast mit Freunden, Verwandten, Bekannten, Geschäftspartnern, was auch immer. Da siehst du dich nicht mehr in diesen Beziehungen, so wie du sie geführt hast. Und deswegen wird sich da wohl, es geht gar nicht anders, ne? Was man in sich innen umstellt, das spiegelt sich im Außen wieder und das erfährst du hier auch. Das ändert sich im Außen einfach, ne? Da musst du manche Sachen loslassen. Die ganze Legung dreht sich darum, merkst du es, dass du total darin bestärkt wirst, du hast deinen Selbstwert, geh diesen Weg auch weiter. Ne, bau dir, das hatte ich ja anfangs, eingangs zu der Karte gesagt, dass ich das Gefühl habe, der Selbstwert ist überhaupt keine Frage mehr für dich, das ist sogar kein Thema mehr. Und die ganze Legung dreht sich darum zu sagen, ja. Und mach genauso weiter. Ne? Ja, schön. Schön, dass du so weit gekommen bist. Die sechs der Kelche. Die sechs der Kelche. Hier nochmal bitte zwei Karten. Hier haben wir einmal die Routen für Prozesse, für Konflikte. Und hier haben wir den Bären. Und zwar haben wir hier nicht den Seelenpartner, sondern wir haben hier einen gereiften Zustand. Der Bär steht für einen gereiften, kann für einen gereiften Zustand stehen. Die Sechs der Kelche kann auch für eine Reifung stehen. Für früher war ich so, ich habe mich weiterentwickelt in dies. Und das ist einfach dein Zustand, ne, der hier eigentlich auch schon ist und der hier zeigt nochmal, du kommst auch hier zu diesem Endergebnis, du hast dich total weiterentwickelt. Das macht natürlich Reibung. Aber das mit den Routen sind einfach die Prozesse ausgedrückt, die du auf diesem ganzen Weg hier hast. Und das Endergebnis ist ein starker Bär, der in sich ruht und der in sich steht und der total klar mit sich und der Welt auch ist in seiner krassen Stärke. Gut, dann lege ich mal eine Karte. Für dich in der Beziehung mit deinem Gegenüber. Ja, du verlässt etwas, was ausgedient hat und wendest dich deiner neuen Sonne zu. Eine Karte für die Energie zwischen euch, die Beziehungsenergie, die gerade da ist. Hier haben wir die Sieben der Kelche. Bei den Sieben der Kelchen hat man viele Entscheidungen, viele Möglichkeiten und wird aber dazu aufgefordert, eigentlich herauszufinden, was das Richtige für sich ist. Und ich glaube, das ist der Weg, auf dem du auch gerade bist. Dadurch, dass du das hier schon bei dir so im Umfeld etablierst, ist das natürlich auch, kannst du dich natürlich auch für diese Beziehung entscheiden. Wenn du nicht in deinem Selbstwert bist, was du vorher wahrscheinlich nicht so warst, ein Mega-Thema mit hast, dann geht diese Entscheidung in Richtung Seelenpartner, kann man nicht treffen. Ist einfach überhaupt nicht möglich, auch wenn man den noch so gerne möchte. Aber Teile in einem sind dafür noch nicht entschieden.
Ne? Und jetzt ist spannend, was ist bei deinem Gegenüber los, denn auch dein Gegenüber ist ja in dieser Energie drin. Und hier haben wir mit dem Boom der Münzen eine Möglichkeit, die dein Gegenüber möglicherweise ergreift. Der Bube der Münzen steht auch mal für einen gereiften Zustand. Es zieht mich ein bisschen mehr zu der Möglichkeit hin, die dein Gegenüber ergreift, aber das werde ich in der weiterführenden Legung sehen. Ich werde das keltische Kreuz um den Buben der Münzen legen, ich werde schauen, welche Energie kommt da noch hinzu und was denkt und fühlt derjenige, wie geht es weiter, was sind Energien im Außen, was sind Ängste, Sorgen, Hoffnung und so weiter und so fort. Und eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich ziehen. Den Link findest du, wie gesagt, in der Infobox. Jetzt ziehe ich aber nochmal eine Karte aus dem Moonology-Orakel für eure Beziehung. Bald geht's hoch her. Vollmond im Widder. Genau. Wenn beide den richtigen Kelch nehmen können, dann geht's hoch her. So, und eine Karte aus dem Farbkartendeck. Green, revitalize your nervous system. Revitalisiere dein Nervensystem. Revitalisiere dein Nervensystem. Ich glaube, es geht hier ziemlich stark darum, die Ruhe in diesen ganzen Dingen, in den ganzen Schwierigkeiten, die du gerade hast, die du mit deinem Umfeld hast, die Ruhe darin zu behalten und dich immer wieder auf dein Selbstwert, auf das, was du jetzt für dich mit Selbstwert bezeichnest, auf das Ganze immer wieder zurück zu konzentrieren, denn dann kommst du automatisch in die Ruhe rein. Ne? Und Nervensystem hat einen entspannten Teil, einen entspannten Ast, einen Entspannungsast und einen Stressast so quasi. Beide Teile sind wichtig. Wichtig ist aber, dass wenn ich merke, ich halte mich zu sehr in dem Stressgedöns auf, dass ich mich auch immer wieder runterfahre und immer wieder auch in die Ruhe hole, in die Regeneration hole. Ne? So, okay. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas mehr Klarheit über eure Situation bringen. Ich werde mir jetzt in der erweiterten Legung den Buben der Münzen angucken. Und ja, Link findest du in der Infobox. Freue mich sehr, wenn wir uns da wiedersehen. Freue mich aber auch sehr, wenn wir uns ansonsten in einer meiner anderen Legungen wiedersehen. Alles Liebe!